Die Rundwanderung von Afur über Taganana zurück nach Afur gehört zu den abwechslungsreichsten Routen im Anaga-Gebirge. Und so fahren wir heute Morgen in den Norden der Insel, um diese Route zu erwandern. Das Auto stellen wir in einer Ausbuchtung an der Straße oberhalb des Ortes ab. Besser wäre es gewesen, ganz in den Ort hinunterzufahren. Hier steht ein großer Parkplatz zur Verfügung. So steigen wir quasi im Rückweg der Wanderroute ein. Wir überqueren die Straße und gehen über Treppenstufen ins Tal hinab. Unter einem Felsüberhang führt der Pfad auf den Ort Afur zu. Wir erreichen die kleine Plaza des Ortes und schauen kurz in die offenstehende Kapelle hinein. In nördlicher Richtung verlassen wir die Plaza und gleichzeitig den Ort. An Terrassengärten gehen wir vorbei, bis der erste Wegweiser uns den weiteren Weg anzeigt. Nun beginnt der Abstieg in die Schlucht. Eine weiß-gelbe Markierung zeigt uns den Verlauf hinunter zur Playa de Tamatite. Bis dorthin sollte man eine gute Stunde einplanen. Nun geht es in den Barranco, manchmal auf schmalem, erdigen Wegen, doch größtenteils über Stock und Stein und zum Teil über unebene, steinige Stufen. An besonders gefährlichen Stellen gibt ein Holzgeländer zusätzliche Sicherheit. Zuerst zur linken Seite folgen wir dem tiefer liegenden Bach.
der uns hinunter zur Playa de Tamatite begleitet. Manchmal schmäler, manchmal breiter, mit leichten Plätschern und Froschgequake. Auf Bachniveau hinabgestiegen, kreuzen wir in einem schilfbewachsenen Gebiet den Bach, der sich nun für den weiteren Weg auf der rechten Seite von uns befindet. Der Pfad steigt über Felsstufen wieder an und am übernächsten Talquerriegel haben wir die Playa de Tamatite vor Augen. Im unteren Teil der Schlucht kommen wir an Terrassenfeldern und einem Häuschen vorbei. Dann geht es wieder hinunter zum Bachbett, dem wir bis kurz vors Meer folgen. In den Sommermonaten lohnt sich bestimmt ein Abstecher zum Strand, um sich zu erfrischen. Wir kreuzen hingegen abermals den Bach und folgen dem schmalen Pfad bergan. Der Pfad steigt zunächst 20 Minuten bis zu einem kleinen Sattel an, der uns leider einen getrübten Ausblick auf die Küste und den Anaga-Hauptkamm bietet. Der weitere Weg verläuft über einen schmalen Pfad im leichten Auf und Ab oberhalb der Steilküste. Trotz des trüben Wetters ziehen uns die Ausblicke zur Linken auch so in den Bann. Thank you.
der Ferne sehen wir vor der Küste den Rocco de Centro. Das Wetter hat sich gebessert und so steigt der Wanderspaß an diesem herrlichen Küstenpfad. Ab der Stelle, wo wir unsere Mittagspause einlegten, geht der Küstenpfad in einen Fahrweg über. Circa 20 Minuten später gelangen wir zu den ersten Häusern. Der Fahrweg führt an einer der wildromantischen Weinanbauflächen auf Teneriffa vorbei. Immer dem Fahrweg und der weiß-gelben Markierung folgend, kommen wir durch einen Palmenhain und sehen linker Hand verfallene Häuschen. Etwa 10 Minuten später zweigt der markierte Wanderweg rechts auf einen Camino ab, der von einer Wasserleitung begleitet wird. Hier bitte Vorsicht, denn auf diesem schmalen, fast zugewachsenen Camino muss man mehrmals ein Wasserrohr übersteigen. Kurz darauf erreichen wir eine asphaltierte Straße. Den Treppenweg mit dem Namen Camino Lomo hinunter nach Taganana sparen wir uns, da wir vor 3 Jahren schon mal das Dorf besuchten. So gehen wir in einer leichten Rechtskurve bergan, vorbei an dem Wegweiser Compressia Afur. Für den langen und steilen Aufstieg nach Compressia sollte man 1 Stunde einplanen. Nach den letzten Metern, die flach an Anbauflächen verlaufen, geht der Fahrweg in einen Pflasterweg über, der nach 5 Minuten unter einer Hochspannungsleitung nach links abzweigt. Nach weiteren 100 Metern zweigt der Camino nach rechts ab und steigt steil unter der erwähnten Hochspannungsleitung an, sodass wir schnell die Terrassenfelder von Taganana hinter uns lassen. Der Weg wird schmäler und führt über Kehren bergauf. Der Camino ist sehr uneben und ist zum Teil mit größeren Gesteinsbrocken übersät.
Nun geht es nicht nur in einen Buschwald hinein, sondern zusätzlich in tief hängende Wolken, die ihre Feuchtigkeit in leichten Sprühregen abgeben, was den Aufstieg auf dem glitschigen Pfad nicht leichter gestaltet. Geschafft! Auf der Passhöhe Cumbersilla haben wir eine Höhe von 607 Meter erreicht und würden bei einem besseren Wetter eine herrliche Aussicht bis hinunter zur Küste und im umliegenden Gebirge genießen. Auf der Passhöhe gabelt sich der Weg. Wir entscheiden uns für den scharf rechts auf der anderen Kammseite hinabführenden Weg. Diesem Weg folgen wir, bis wir nach 20 Minuten ein Gehöft erreichen. Hier geht der weitere Weg in einen steilen betonierten Fahrweg über, den wir 10 Minuten später nach rechts zu einem weiteren Gehöft verlassen. Hinter dem Gehöft setzt sich der Pfad fort, der zur Straße nach Afur hinunterführt. Die Hauptstraße erreicht, folgen wir dieser nach rechts bis zu unserem Auto. Bei etwas mehr Glück mit dem Wetter wäre die Wanderung ein voller Erfolg gewesen. Doch leider haben uns die tief hängenden Wolken das ein oder andere Mal eine schöne Aussicht versperrt. Trotz allem ist es eine lohnenswerte Wanderung.